Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, letztes Mal haben wir hier aufgehört, bei dieser Ecke, wo wir sehr, sehr weit weg sind von allem. Und jetzt würde ich sagen, super Sprint am Anfang der Folge. Und ja, mal gucken, ob wir diesmal endlich den Schmied finden. Ey, gefühlt schon seit 4 Folgen versuchen wir den Schmied zu finden. Und irgendwie läuft das gar nicht. Also wirklich gar nicht. Der Typ ist irgendwo verschlungen, wohin auch hingerannt ist, was auch immer. Aber mal gucken, ob er überhaupt noch lebt, ne? Das ist die Frage. So viele Gegner, so viele komische Leute. Das, wenn er da noch lebt, Respekt an ihn erstmal. So. Da können wir zum Glück, oder müssen wir zum Glück nicht hin. Oder noch nicht. Und dann können wir hier erstmal durch. Vergessene Festung, ja, ja. Gut. Jetzt sind wir wieder hier, genau. Da waren wir schon. Weiter geht's. So, bin mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen, wollte ich gerade sagen. Blümchen. Kann ich da hoch? Nee. What's going on with me? The fuck ist das? Alter, kriegen wir eine Ulti oder was ist das für eine Scheiße? Oh, hell nach. Oder müssen wir zum ersten Mal uns einem von denen stellen? Okay. Ja, wir kommen zu dem, der uns gewonshottet hat. Oh, hell nach. Ich... Nee, nee, nee. Oh, bitte nicht. Warte mal, haben wir einen Lichtspeer? Ja, haben wir. Fangen wir damit an. Das Ding hat mich gewonshottet. Alter, ist das gruselig. Holy shit. Holy shit, okay. Alter, ich habe ihn besiegt. Jetzt ist aber die Frage, war das extra so programmiert, dass man 100% gewonshottet wird, wenn man nicht diese Sichtfähigkeit hat oder was auch immer? Okay, also hier wurde man sozusagen zum Tutorial eingeführt, aber ich finde es irgendwie ein bisschen beschiss von denen, weil ich habe davor so schön erkundet und auf einmal hieß es hier, ja hier, guck mal, jetzt kriegst du die gefühlt die Brille, die Vision, jetzt kannst du ja auch normal alles sehen. Oh, gemein. Na gut. Zack, Fähigkeit freigeschaltet und ja, halte gedrückt, um einen kräftigen Schlag auszuführen. Nice. So, dann testen wir den heftigen Schlag mal. Das ist der normale. Okay, not bad. So, ist hier oben irgendwas? Nee, ist ja nur gesperrt. Okay. Dann könnten wir ja theoretisch jetzt anfangen, alle zu besiegen, die wir sehen. Also können wir jetzt endlich zurück zu dem einen und ihn killen, sozusagen die Rache bekommen. Alter. Yep. Das stimmt. Egal wie viele Männer du hast, wenn der Pfad so schmal ist. Easy. Nice one. Achso, und ich habe ein bisschen gegoogelt, endlich mal, ja. Nach den Damage-Arten. Es gibt nicht mal einen Eintrag. Ich habe keine Seite gefunden. Also ich habe noch nicht... Das, was mir jetzt einfällt, was ich nicht gegoogelt habe, ist einmal die Seite. Vielleicht gibt es da ja sowas, aber... Ansonsten, zum Beispiel auch bei Steam-Diskussionen gab es nur einen, der ansatzweise versucht hat, das zu erklären. Und das war auch nicht so sonderlich hilfreich, weil... Das andere habe ich ja schon selber kapiert, das kann man, dafür muss man nur Köpfchen einschalten. Das mit Licht gegen Tote. Aber viele von denen haben auch geschrieben, dass irgendwie die wussten nicht mal, wann dunkel gut ist oder allgemein. Deswegen. Ja, viele haben auch geschrieben, Speer ist richtig broken oder Two-Handed is the way, weil man kann alles one-shotten, das habe ich ja schon gemerkt. Keine Ahnung, ob es genervt wurde seit dem Eintrag, aber naja. Oh, was ist hier drin? Poly...
Aromaschild. Den gucken wir uns gleich an. Ich sammle kurz noch das hier auf. Neues Schild, was haben wir hier? Göttlich Abwehr 100, Dunkel 89, Scaling DD, ist Triple D. Und ja, das ist aber der beste offensive Schild. Da bleibe ich natürlich auch. So, hier wechsle ich mal wieder. Ich habe Bock, mir ein bisschen mehr auf Schwert zu fighten. So. Ah, da kommt der wieder, wa? Oh, ich habe gerade gewechselt, oh bitte. Ah, na gut. Dann nehmen wir... Ja, wobei... Ja doch, nehmen wir den. Oh, nice Double Stack. Easy, Junge. Noch so ein Vieh. Feuer. Oh, bitte treffe ich, wollte gerade sagen, Junge. Viel zu kurz die Range. Hier oben was? Nee, gar nichts. Statue erhebt dich nicht. Doch, Statue erhebt dich. Als wenn ich es nicht gewusst hätte. Ja, also dieser Double Heap im Drehen ist halt so broken für den Speer, muss ich ehrlich zugeben. Oh, gefährlich. Nice Dodge. Oh mein Gott. Weg mit den Viecher. So, gib mir ein schönes Item. Feuer des Ätna, neue Fertigkeit. Oh, finally. Finally. So, wir haben ja den Kick. So, wir haben das hier, wir haben das hier. Du umhüllst deine Waffe mit Flamme, die zusätzlichen Schaden verursachen und Gegner Brand setzt. Fuck yeah. Oh mein Gott, ist das nice. Scheiß dieses AOE-Ding Müll, Junge. Sag ich ganz ehrlich, weil... Ist nicht geil. Gar nicht. Jetzt die Frage, kann ich kombinieren Gift plus das? Boah, wenn das geht, broken. Ich habe Gift und Feuer schon automatisch. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch Lichtdamage. What the hell war das? Noch einer. Ey, das klang viel zu nah. Ich habe keine Sicht schon wieder. Sterbe ich hier? Oh mein Gott, sind die stark. Pro Stück kriegt man einen Fähigkeitspunkt. Und eine Dunkelessenz. Ohne ein deftiges Upgrade. Also vom Level her. Junge, diese Geräusche von denen sind super pervers laut, aber auch gruselig, ey. Weil das klingt so nah, wisst ihr? So, man denkt so, er steht schon hier gefühlt. Und dann rennst du einfach weg. Aber das Sichtfeld ist ja mal so gering. Oder das Aura... Auerfeld, ja. Wo sind wir hier? Warum ist das... Oh, der Schmied! Ist er jetzt hier für immer gefangen? Da hinten ist auch was. Glitzerstein. Noch ein Blümchen. Noch ein Blümchen. Noch etwas. Oder was hier in der Ecke? Nein, Verbrennung. Ja, dann müssen wir ein bisschen warten. Und dann halt... Oh, shit, heilen wir uns. Ja, komm, push, 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 push. Das ist echt gut, ey. Muss ich echt zugeben. Alles klar. Okay, gut. Sprechen. Finde den Schmied. Ich werde nicht forge this damn sword for you. Am I making myself clear, or do I have to make a drawing for you? I'm not one of your Sergeant. Clients. I came here to save you. They're strong as a group, but they're a bunch of knuckleheads. Besides, as you can see, I
splendidly. Oh, was ein Schmied, Junge. Let me ask for yours. That's out of the question. That won't work for anyone. Especially for those who have blood on their hands. And you, to my eye, have a lot of it. You don't understand. No, it's you who doesn't understand. I've been forging weapons and armor for years, only for Greece, for some unknown reason, to be drowning in blood. Okay. I intend to no longer contribute to human suffering. So I should inform your apprentice that you're going to stay here. Virtus? I completely forgot about him. Uh-huh. Did you talk to him? I did. He wanted to find you and save you. But I talked him out of it. You did well. You would have only gotten in trouble. Yeah, that's stimmt. Already got him out of some trouble. Big authority trouble. And damn it. He was probably wandering alone in those old ruins again. And awakened some monstrosity. I told him not to do that. I suspected that while I was away, he might get some foolish ideas. But I didn't think he was gonna try and get himself killed. Duh. It seems like I have no other choice. It's time to go. Philipp. Okay. Die Rettung. Portal. Erstmal nehmen wir das hier mit. Schriftensalbe der Läuterung. Schwefel. Da liegt noch was. Im Feuer. Ja. Haben wir sonst noch was übersehen? Ich glaube aber nicht. Ne? Doch, 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 doch. Öl der Dunkelheit. Nehme ich gerne mit. Einmal nochmal schnell hier durchlaufen so. Nee, kann ich gar nicht durchlaufen. Okay. Dann haben wir hier alles durch, wa? Genau, das haben wir, 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 das haben wir auch. Genau. Portal, let's go. Oder kann ich hier hinter? Nee. So, weg hier. Wo kommen wir jetzt hin? Ah, wieder draußen. Na, Gott sei Dank. Alter, haben wir das überlebt. Geil. These luminous circles are quite useful. I've been seeing them more frequently in the area. Listen. Listen, if you need my help, I need to know whether you're not just another glory and loot-seeking brawler. Greece has enough of them already. Okay. How am I supposed to prove that? In an old temple, not far from here. Kronos Tempel wetten? 100 pro. Been disappearing. I don't know if they've been kidnapped by some bandits, or if there's a beast lurking in there. I want you to solve that problem. Ja, das können wir probieren. And it isn't my duty to help you, until I see that you do something for the common folk. I'll check that place out. Stay behind. And don't let yourself get captured again. Don't worry about me. I'll make my way to the smithy shortly. We will see each other there. Wie breit der ist, der Schmied. One more thing. When you return, use the shortcut at the end of the pass. Just don't forget to throw the ladder down. The oafs who dragged me here said they use it a lot. Alles klar. Na gut. Dann haben wir das geschafft. Das ist doch schon mal endlich was. Nach 4 Folgen haben wir ihn gefunden. Der Vertrauenstest. Finde den verlassenen Tempel. Okay. Kann ich trotzdem mit ihm reden? Nee. Eben nicht. Jetzt können wir endlich diesen Ficker killen, ey. Ich hoffe. Und nicht nur, dass es da drinnen war. Plus, ich glaube, ich habe jetzt genug Dunkelessenzen, dass wir das machen können. Das heißt, wir können uns hier importen, hier hingehen, den Fähigkeitspunkt abholen, den killen, Fähigkeitspunkt abholen, vielleicht auch Level Up, das wäre geil, die Kiste mitnehmen. Und dann haben wir soweit das, glaube ich, geschafft, weil den wir suchen, ist genau der Kronos-Tempel. Gut, dass wir das schon mal geklärt haben, dann können wir uns dahin porten. Und dann, wenn wir den erledigt haben, dann können wir zurück zu... nee, nicht Marode, oder doch, Marode Schmiede gehen und dann sind die wahrscheinlich hier irgendwo. Und dann haben wir es geschafft. Aber geil. Unglaublich. Dann... wo gehe ich zuerst lang? Warte, 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 nach da hinten. Muss ich so oder so. Ich muss nämlich teleporten. Warum kommt hier so eine Kampfmusik? Hier ist doch niemand. Doch. Dreckiger Wichser.
Ja, ne, diese Attacke ist schon allein besser als jede andere, die es gibt vom Speer. 360 Double Hit, ey. Und dann auch mit Stagger-Effekt, weil es ein Speer ist. Broken. And I have even more questions and fewer answers. The dead rising from their graves. Monsters I've known only from legends prowling the roads. Soldiers under a man whom I trusted want to kill me. And his damned apparitions. It felt like they were looking for me. Ja, das habe ich das Gefühl. Das ist so ein bisschen so wie beim Flash. Dieser Death Flash oder Black Flash, der die ganze Zeit nach den ganzen Speeds dann sucht, die abusen oder die gekillt werden sollen. Und dann verfolgen die dich ohne Ende. Bis sie dich haben. Das ist echt krank. So, Fähigkeitspunkte. Okay, Leute, was nehmen wir jetzt, ne? Wir haben jetzt den schon mal geschafft. Jetzt müssen wir überlegen. Was haben wir hier? Heute nicht. Du kannst einen Helden am Ort seines Ablebens wiederbeleben. Allerdings nicht umsonst. Kostet wahrscheinlich. Genau, 250 Denar. Boah. Oder Denar, sage ich schon. Coins. Hier ist ja Drachmen, aber ich sag lieber Coins, ey. So. Was können wir hier bei dem Adler freischalten? Wenn ein Gegner durch einen zurückliegenden Schild getroffen wird, geht er zu Boden. Das ist geil. Perfekte Kontrolle. Wird ein Gegner durch ein Schild getroffen, geht er zu Boden. Okay, wir haben also einmal, wenn er zurückfliegt und einmal, wenn er vorfliegt. Also fliegen und fliegen die. So wie der Adler. Erhöht die Fluggeschwindigkeit. Kann man geil. Erhöht die Fluggeschwindigkeit. Ah, zurück und vor. So kann man natürlich auch Points wasten. Schade, dass nicht alles in einem ist. Wenn der Schild zurück zum Helden fliegt, trifft er zwei Gegner. Oh, ja, ja, ja. Ein bisschen Glück wieder. Trifft er einen Gegner. Warte, das ist jetzt ein bisschen komisch. Du sagst also erst einen. Aber könnte man nicht diesen hier sogar überspringen? Weil, wenn ich doch von hier rankommen würde, theoretisch, hätte ich doch hier schon zwei, oder nicht? Weil hier steht ja Kollisionskurs 2. Und wenn ich jetzt den hier Kollisionskurs 1 nehme, müsste sich doch addieren, oder nicht? Dann müsste es ja 3 treffen. Oder es ist ein billig vor Fertigkeit und deswegen geht das hier nicht. Dann mal gucken, wie die es programmiert haben. Aber naja, ich brauche was Geiles. Zorn. Seele absaugen. Wenn du hinter einem nahestehenden Gegner stehst, kannst du mit F einen Teil seiner Seele absaugen, um ihm Schaden zu fügen. What the fuck? Alter. Was sind das für Fähigkeiten? Nachdem du einen Trank zu dir genommen hast, wird die Gesundheit schneller regeneriert. Zorn, Zorn. Du saugst die Sehnen schneller aus. Okay. Verbessertes Aussaugen. Okay, das ist alles irgendwas mit Aussaugen. Nee. Gehen wir weiter. Jeder Angriff einer Kombo erhöht den Schaden. Das ist auch cool. Was haben wir hier sonst noch? Endspurt. Sinkt deine Gesundheit 30, erhöht sich die Energieregeneration um 10. Präzision. Die mit Präzision skalieren? What the fuck? Boah, wo gehe ich jetzt lang? Was haben wir hier? Vitalität. Vitalität, 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 Vitalität. Vitalität, immer noch Vitalität. Okay, der Bull ist nur Vitalität. Der Bär ist nur Stärke. Wolf ist nur Präzision. Okay. Mein Gott, was haben wir hier? Erhöhte Ausdauer, 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 Ausdauer. Ausdauer, 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 Ausdauer. Keine Fähigkeit. Zorn. Zorn. Okay, da haben wir nur sowas. Ja, dann gehe ich auf den Schild. Dann muss ich leider den kurzen Weg gehen, weil... Geht ja nicht anders. Zack. Was haben wir hier? Zorn. Jetzt haben wir beide Wege freigeschaltet. Ja, das machen wir später. So, jetzt trifft er auf jeden Fall ein. Da haben wir den Weg jetzt entschieden. Geht dann halt nicht anders. Und ja, vergessen, ich wollte mich teleporten. Teleportation. Und zwar... Ganz ruhig, Kamera. Ganz ruhig, Kamera. Mach's lieber manuell. Hierhin. Oder? Oder hierhin. Ne, hierhin. Hier liegt nämlich beides da. Jetzt können wir nämlich checken, wie viele Dunkel-Essenzen wir schon haben. Scheiß Viecher. Dunkel-Essenzen wir haben. So, einmal runter. Dunkel-Essenzen, na komm. 15. Let's go. Runter, runter, runter. Gar nichts hier. Oh Mann. Och nee. Jo! Ich hätte schneller dodgen sollen. Nee, der Hit ist zu broken. Muss man gefühlt fast immer machen.
Oh, komm, ich dachte, ich schaff's noch. Ah, oh, verblutet. Ja, easy. Ich sollte die Flammen häufiger benutzen. Merke ich gerade selber. Dann weiter nach unten. So. Dunkelessenzen, gib ihm. So. Die Seele des Soldaten wurde zurückgeschickt. Gut, dann haben wir den auch geschafft. Sehr schön. Keine Ahnung, wann wir den bekommen. Gar keine Ahnung. So, was haben wir hier sonst noch? Wir können hier noch weitergehen. Da waren wir auch noch nicht. Wir waren hier oben noch nicht. Wait. Achso, ja, ja. Ich vergesse immer wieder. Ich denke immer hier lang, aber nee, das ist da oben hin. Gut, jetzt nach links. Holen wir uns dieses Scheißvieh, was uns gewonshottet hat. Ohne Grund, ohne Fairness. Einfach nur, weil es unsichtbar ist, hat es gewonnen. Mehr nicht. So, durch, 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 durch. Halt, wo lang? Richtige Richtung. Oh, piss dich. Wunderschön. So. Das klappt nicht. Lauf! Wieso klappt das nicht? Junge, hab ich mir in die Hosen gemacht, Alter. Ich war so still. Boah, Junge! Ey, das ist so widerlich. Das ist so wie dieses Feature in Horror-Games, wo du extra gefühlt eine Lusche bist und dich nicht wehren kannst. Und du musst weglaufen. Du hast immer dieses Gefühl, er ist schon an deinem Nacken. Du spürst schon die Atemluft. Alter, wieso ging das Jan? Er war so knapp neben mir. Oder habe ich es einfach nur verkackt? Ich gehe später hin. Leck mich, Junge. Ich sterbe nicht nochmal einfach so. Ich warte mit dem bis zum Ende. Dieser Bastard. Alter, ist das widerlich. Wieso kann man nicht einfach vorher schon den Effekt anmachen? Einfach eklig. Weg hier. Bisschen so Fähigkeitspunkt und dann weg hier. Boah. Gott, oh Gott, oh Gott. So, das noch gesperrt. Nicht mehr lange. Die nächsten Dinge werden jetzt richtig rasieren, ey. Holy shit, das sind nur Fähigkeiten für den Schild, also Passive Perks. Teleportation und wir teleportieren uns nach da oben. So, hier wären wir am Kronos-Tempel. Auf geht's. So, irgendwie die Leiter oder so. Sollte ich ja kaputt machen, meinte der eine. Sag mir nicht, der Greif ist respawned. Der Greif ist respawned. Hey, ganz ruhig. Oh, der ist ein bisschen aggro mehr. Dieses Mal. Double Tap. Genau, geh schon durchs Feuer. Jawoll. This looks like the entrance to that temple. Weg mit dir. Ich glaube sogar mein Schild brennt dann, oder? Krank Scheiße. So, hier ist eh zu. Na gut, dann ab in den Kronos-Tempel. Was ist hier los? Was stirbt hier die ganze Zeit? Stechende Kälte. Ich lasse jetzt mal den Speer schon mal draußen. Erkunde den Tempel. Ja, Glückwunsch. Da haben wir auch richtig Bock drauf, wenn hier so eine stechende Kälte ist. Skelettkönig. What the fuck? Wir nehmen Schwert. Hier sind sehr viele Skelette.
So, warte mal. Hier erstmal, der ist neu. Wächterschwert, gewöhnlich. Ab nach oben. Zack. Jetzt haben wir hier einen Skelettkönig, ey. Alter, ich spiele nicht Dark and Darker gerade. Apropos, das können wir auch mal spielen. Im Sinne von Video machen dazu. Oder im Streamchen. Aber zum Stream habe ich gerade wenig Zeit. Plus, ich habe noch nicht getestet, ob meine Internetleitung das packt. Aber könnte ja sein, wenn ja. Hammer geil. So, prüfen. These must be the missing people the Smith mentioned. Ganz genau. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Nice. Überprüfen. Pallas, I'm glad you agreed to take care of this matter. I'm certain you'll handle it. Each of your men is worth 5 of Menelaus' soldiers. Take the armor I managed to rustle up. You have to arrange weapons yourselves. Somewhere in those ruins, the bandits must have their hideout. Okay, kill them all, with no exception. Mm. Now I'm giving you an advice. Jetzt hast du erst Klick gemacht beim Trinken. Und zwar, the other half when you finish the job. Ist das der Skelettkönig? Ist es so ein alter Brief? Das St. Pallas? Das heißt, Pallas ist sozusagen der Verdammte hier, oder was? Das ist jetzt meine Vermutung erstmal noch. Mal gucken. So, wo führen die hin? Einer nach da, einer nach da. Ich gehe jetzt mal hier entlang. Okay. Ich bin aber nicht so wie du. Glaub mir das. Weg mit dir. So, wir gehen auch hier lang. Bestimmt sind nicht auch Skelette. Weg mit dir. Hier oben war ja eh nichts mehr. Nee. Eine dunkle Essenz. Sehr schön. Da wir jetzt 10 verbraucht haben, sind wir jetzt bei 6, glaube ich. Genau. Hey. Kurz gepusht. Oder gepult, er gesagt. Hat er ihn gekillt. What are you doing here? What happened to them? I killed them. Get it? I killed them. Alles klar. That voice made me do it. Keeps piercing my mind like a bloody dagger. I can't take it anymore. You're a stranger here. A stranger in the Lord's home. Your Alles klar. Death shall please him. Eigentlich will ich den nicht killen. Ich glaube, ich kann ihn im Leben lassen, wetten? Oh. Da war Blocken ein bisschen schwerer. Komm, noch einmal blocken. Ich übe gerade. Komm, schlag zu, du Sau. Jawohl. Okay. Eigentlich will ich ihn nicht killen. Wo kann ich noch lang? Oben und unten. Ja, gehen wir mal nach unten. Oh, not bad. Einfach geil. Jawohl, ey. Einfach 360 die ganze Zeit. Passt schon wie bei Witcher, wenn er seinen Dancing-Move da macht. Komm her. Die Map ist groß. Holy shit, die Map ist groß. Na, 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 na. Ich habe das Gefühl, ich gehe gerade in die falsche Richtung. Ich gehe mal nach oben. Immer gehe ich gefühlt erkunden und ich gehe immer zum Ziel statt weg vom Ziel. So, ich gehe außen rum. Wir müssen ihn, glaube ich, nicht besiegen, weil er ist durchgedreht wegen der Stimme. Aber ich glaube, wenn die Stimme verschwindet, könnte er überleben, oder? Oh, hell no. Kleiner Wichser. Oh.
zum ersten Mal ein richtiger Bossgegner. Oh, jawoll, Junge. Aua. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Ihn. Oh mein Gott, geschafft. Das Gespenst wurde besiegt. Level up. Junge, ich muss diese scheiß Harfe vorher einsetzen. Für mehr XP und Gegenstände in genau diesem Moment. Aber ja, ich glaube, ich konnte es stacken. Das war heftig. So, da hinten ist noch was versteckt. Das ist schon mal weg. Habe ich irgendwas Neues bekommen? Nee. Nicht wirklich. Finde den Rest der Einheit. Jo, das machen wir gerne. Erreiche das Haus. Ah ja, da war ja noch was. Und verlasse den Tempel. Nee, 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 noch nicht, noch nicht. Wir machen es weiter. So, ist der jetzt wieder gesund oder ist er immer noch am Durchdrehen? Ah ja, er ist am Durchdrehen. Wollte gerade sagen. Wenn da die Kiste nicht wäre, hätte ich ihn in Ruhe gelassen. Aber er hätte vielleicht andere angegriffen. Also war es doch schlau. Dunkler Kristall, ja. Schade. Oder es gibt ein verstecktes Ende. Das wäre immer so cool, so kleine Feinheiten, die man am Anfang nicht sieht, weil man halt mehr stumpfer und gerade denkt oder schneller, statt wirklich Abschluss. Aber mal gucken. So, gehen wir hier weiter. This must be the place. Ja, das muss der Platz sein. So, nutzen wir das. So, was hast du gefunden? Noch nichts, okay. Weg mit dir. Nochmal untersuchen. Na, was hast du rausgefunden? Immer noch nichts? Okay, wir reden nicht. Boah, dieser aufgeladene Schlag ist so geil, ey. Endlich mal nicht mehr 2-3 Hits opfern, nur um den Schild zu breaken. Orientklinge, nice. Sondern jetzt kann man endlich einfach draufhauen, ey. Und auch sogar mehr Damage, sieht man. 400, ey. Boah, heftig. All my men are dead. This place is cursed. I can hear their steps. Dozens, no less. They're coming from the top and bottom. They were supposed to be common bandits. Oh nein, er hat sich selber gekillt. They won't take me alive. Gods, forgive me for what I'm about to do. Tja, da haben wir es gefunden. Every warrior is nothing against many. Well, almost everyone. Jetzt muss ich selber so, na gut, bei mir ist es anders, ne? Aber es ist echt schon heftig, ey. Das ist so wie bei Herr der Ringe, ey. What can man do against such reckless hate? Das ist so ein geiler Satz, ey. So, come on. 1, 2, 3, 4. Easy. Zack, Junge. Boah, ist das geil. Boah, wie schnell wir auch Damage machen. Einfach geil. So, da habe ich ein Kistchen gesehen auf der Minimap. Dann gib mir mal wieder die Kiste. So, komm mal schön. Petarde Dunkelheit. Junge, diese Petards benutze ich gar nicht. Das ist so wenig Schaden. Außer die scalen die mit Präzision. Da gab es doch diesen Baum, oder nicht? Warte. Bla bla bla. Steht nix. Okay, die haben also wahrscheinlich festen Schaden. Brief an Palas, ein Brief mit einem Auftrag für eine Söldnergruppe. Also kriege ich wahrscheinlich den Rest des Guthabens oder was? Oder Auftrag? Oh, hell ne? Jawohl. What a hit. Und nochmal. Sag, Junge. Nichts kann diesem Ding hier widerstehen. Oh. Ja. Schlecht. Okay, wir müssen jetzt wieder suchen. Hab verstanden.
Na Gott sei Dank. So, das haben wir gesehen und gefunden. Dann weiter. Da hinten sehe ich noch eins. Von hier aus auch noch. So. Sehen wir hier noch irgendwo etwas? Eigentlich nicht. Und? Geschafft? Ich glaube nicht. Der sagt ja immer sofort, wenn es frei ist. There are some symbols on this chest. Ein Symbol fehlt noch. Na komm, wo ist denn das letzte? Die gehen nicht kaputt. Muss ja irgendwo hier sein, ne? Da haben wir es übersehen. Irgendwo hier. Vielleicht hier in der Ecke? Symbole, Symbole, Symbole. Ich sehe gar nichts, ey. Mal wieder. Was ein Schmutz. Okay, muss irgendwo da sein. Ich bin wahrscheinlich gerade blind, weil das so viel auf einmal ist. Ohne Scheiß, wenn man ein Video guckt, anstatt selber Gameplay und gleichzeitig labern, ist so ein Unterschied. Ich sag's euch wirklich. Also, die Auffassungsgabe ist gefühlt immer anders. So, hier oben ist er. Komplett blind bin ich nicht, aber manchmal braucht es ein bisschen länger. So, dann gucken wir mal, was das Schöne ist drinne. Na komm, gib her. Zack. Herzensjäger, neue Fähigkeit. Ich brauche mehr Platz, ey, ohne Scheiß. So. Herzensjäger, inkompatibel, braucht Speer. Du sammelst deine Kraft und führst einen tödlichen Stich aus, den nicht einmal ein Schild aufzuhalten vermag. Ja gut, jetzt die Frage, macht er ordentlich mehr Schaden oder nicht? Das müsste ich jetzt wissen. Wenn ja, hammergeil. Wenn nicht, dann nicht. Apropos, ich sollte mal wieder Dual Reach spielen, das wäre auch geil. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee, hier haben wir durch, hier haben wir durch. Hier haben wir. Ja, wir nehmen natürlich den anderen, den Port, den er gesagt hat. Gut, klein und fein. Wollte ich noch extra in dem Part noch schaffen, bevor wir den beenden. Weil diesmal ist sogar die Länge ein bisschen länger als sonst. Als der Durchschnitt sozusagen. Aber ist auch manchmal gut so. Wenn der Flow immer da ist, kann man auch ruhig manchmal gefühlt sogar eine Stunde zocken. Aber ansonsten versuchen wir natürlich so halbe Stunde Parts zu machen, weil die sind ein bisschen knackiger zum Gucken. Statt solche langen. Portal. I wonder where it leads. Ich auch. Also machen wir es nicht. Gut, Leute. Hier machen wir einen Stopp. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.